Hallo Afobs, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Niklas. Und ich bin der Marco. Hallo. Marco, du hast mich hier hingesetzt. Ja. Warum? Hier steht ein Schiff, wir haben doch schon ein Video dazu. Das ist ein sehr schönes Schiff. Ich will noch ein Video dazu. Jeder will noch ein Video dazu, aber warum? Warum? Das hat einen Grund. Aber fangen wir mal an, da wo wir immer anfangen. Kurz als Teaser. Es geht um einen Umschlag. Aber pssst. Hol mal den Karton. Du hast da einen Karton. Ich habe einen Karton, ja. Ich habe einen Karton. Hier. Und jetzt stell den Karton mal so hin, dass man ihn sieht. Und jetzt frag dich mal, was ist der Unterschied zwischen dem Karton und dem Schiff, so wie es hier steht? Ich weiß es. Du weißt es? Hier hat einer die Aufkleber vergessen. Das stimmt. Micha hat das Schiff, glaube ich, gebaut und er hat die Aufkleber weggelassen. Das Schiff hat Sticker für die Fahnen. Das ist richtig, aber es gibt noch einen Unterschied. Das Segel ist anders. Das Segel ist anders, genau. Und das ist ein Video wert. Das Segel ist anders. Wir haben hier ein wunderschönes Großsegel mit einem roten Kreuz. Ja. Und das alte Segel sah so aus. Mit dem wunderschönen Schriftzug Santa Maria Ship. Okay, ja. Und wenn ihr mich jetzt fragt, warum da Santa Maria Ship steht, muss ich euch sagen, das weiß ich nicht. Das Design der Segel, der Prinz für die Segel ist in China gemacht worden und das ist bei uns hier in Flörsheim durch die Qualitätskontrolle durchgerutscht. Santa Maria Ship stand 1492 sicherlich nicht auf dem Großsegel der Santa Maria, als Christoph Kolumbus mit ihr Amerika beziehungsweise eigentlich eher die Bahamas entdeckt hat. Ja. Das ist Quatsch. Ja, eindeutig. Destehalb und destewegen, wie der Hesse sagt, haben wir dieses Segel hier in alle Kartons dieses Sets noch mit hinzugepackt. Und auch wenn der Karton jetzt noch dieses Santa Maria Ship auf dem Großsegel zeigt, befindet sich in jedem der Sets unter anderem auch das zweite neue Großsegel. Das heißt, ihr habt sogar zwei Großsegel. Ihr könnt es entweder, wenn ihr Santa Maria Ship schön findet, mit dem einen Großsegel oder mit dem anderen. Oder ihr könnt am 25.12. vielleicht immer das andere nehmen. Denn das ist auch das Datum, an dem die Santa Maria vor Hispaniola auf Grund gelaufen ist. Ah, okay. Und die Siedlung, die sie dann gebaut haben mit dem Holz der Santa Maria, haben sie La Navidad, also die Weihnacht, genannt. Cool. Ja. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ja, siehst du, aber ich habe es nachgelesen und jetzt weiß ich es. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera so gut sieht, aber hier so an der Seite scheint es dann drin ist zu das sein. Segel. Es ist genau. Beigepackt, also nehmt die Innenkartons raus und es sollte euch entgegenkommen. Ja. Genau. Das heißt, wenn ihr seit mehreren Wochen schon dieses Schiff bei uns bestellt habt oder in einem Store mitgenommen habt, habt ihr das neue Segel in der Packung gefunden. Und wenn nicht, müsst ihr nochmal nachschauen, denn es war da drin. Halt nicht im Karton, sondern von uns quasi per Hand vorsichtig mit reingepackt. Ja, aber das war doch nicht bei den ersten dabei. Stimmt. Das war nicht bei den ersten dabei. Ja, okay. Und jetzt? Damit kommen wir zu dem Umschlag. Jeder, der bei uns dieses Set im Online-Shop bestellt hat, bekommt von uns im Laufe der nächsten ein, zwei Wochen so einen Umschlag. Steht natürlich eure Adresse drauf. Ist halt so. Bluebix als Absender. Ja. Und da ist was drin. Da ist ein Brief drin. Mhm. In dem Brief steht drin Austauschsegel. Ne? Vielen Dank, dass du dich vor einiger Zeit für den Kauf unseres Bluebix Pro Set der Santa Maria entschieden hast. Durch die ersten Reaktionen von Käufern als auch dem Social-Media-Feedback ist uns schnell klar geworden, dass das gewählte Motiv für das Hauptsegel auf wenig Gegenliebe gestoßen ist. Deshalb, ich paraphrasiere jetzt mal, haben wir das Set kurz aus dem Verkauf genommen, haben ein neues Segel beigepackt. Aber du als Käufer der alten Version hast dieses Segel ja noch nicht. Deswegen liegt auch dieses neue Segel in dem Umschlag. Hm. Jetzt ist das Segel für einen A4-Umschlag aber ein bisschen zu groß. Ja. Man sieht schon, es ist geknickt. Deshalb steht ja auch im letzten Absatz, aus versandtechnischen Gründen mussten wir es allerdings einmal mittig falten. Um eventuelle Falten durch den Transport zu beheben, das Segel am besten in ein feuchtes Geschirrtuch einschlagen und mit geringer Hitze ohne Dampf bügeln.
Das haben wir ausprobiert. Damit kriegt man diesen kleinen das Knick funktioniert sehr gut wieder raus. Ist auch ein genereller Tipp, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, aus den 80ern, 90ern mal irgendwie ein Lego-Stoffsegel von der Barracuda, Bexy Barracuda oder was auch immer, irgendwelche alten Stoffsegel habt, auf die Art und Weise kriegt man die Knicke raus. Nur nicht mit Dampf und nicht zu heiß und bitte mit einem Tuch dazwischen, sonst nicht, dass das Segel am Bügeleisen anbackt. Sonst hattet ihr mal ein Segel. Genau. So, das heißt, wenn ihr das Schiff jetzt bestellt oder demnächst bestellt oder vor kurzer Zeit bestellt habt, habt ihr das neue Segel schon? Ja. Wenn ihr das Segel im Onlineshop vorher bestellt habt, schicken wir euch das Segel zu. Ja. Bleiben noch einige Leute, die das Schiff bei uns in den Stores gekauft haben. Klar. Euch können wir das Segel nur zuschicken, wenn ihr uns dabei helft, denn wir haben eure Postadresse nicht. Nee, logischerweise. Wenn ihr bar bezahlt habt, wir haben ja gar nichts von euch. Wir wissen nur, das hat jemand in Store XY bestellt. Genau. Deswegen schreibt uns dann bitte eine Mail. Diese Mail muss enthalten euren Namen und eure Anschrift. Sonst wird das mit dem Zuschicken nichts. Ja. Sollte idealerweise enthalten ein Foto oder irgendwie eingescannt euren Kaufbeleg. Dann sehen wir, jawohl, ihr habt es bestellt und in welchem Store ihr es bestellt habt. Mhm. Solltet ihr den Beleg nicht mehr haben, denn immer, wer hebt immer alle Belege auf, ja, wäre es nett, wenn ihr uns ein Foto eures Sets in der Mail mit beilegt. Aufgebaut oder noch im Karton. Genau. Und dazu schreibt, in welchem Store ihr es bestellt habt, einfach damit wir auch sehen, okay, aus dem Store haben wir jetzt alle, dass wir das bei uns mal abgleichen können. Also nochmal, alle, die es im Onlineshop bestellt haben, bekommen von uns Post. Genau. Unaufgefordert, automatisch. Mhm. Alle, die es in den Stores bestellt haben, da brauchen wir eure Hilfe. Genau. Wir können es euch nicht zuschicken, denn wir wissen ja nicht, wer ihr seid, ja, und wo ihr wohnt. Also meldet euch und wir sorgen dafür, dass ihr das richtige Segel hinterher, ja, bekommt. Oder mir gefällt das Segel besser. Von daher kann man schon sagen, das richtige Segel. Ja. Vielen Dank auch generell für euer Feedback zu dem Set unter dem Video und per Mail und über Social Media. Euer Feedback ist uns immer hoch willkommen und ihr hattet in dem Punkt hier vollkommen recht. Ja. Wir sind sofort dran gegangen nach eurem Feedback, haben ein neues Segel produzieren lassen, das Set zwischenzeitlich aus dem Verkauf genommen, damit nicht noch mehr Leute die alte Version bestellen, während das neue Segel gerade auf dem Weg zu uns ist. Mhm. Haben dann nachgepackt, haben das Set wieder in den Verkauf gegeben mit dem neuen Segel und jetzt werden wir auch alle mit dem Segel versorgen, die das Set schon bei uns bestellt haben. Ja. Ja. Also von daher, freut euch, wenn ihr es gekauft habt. Wie gesagt, ihr kriegt unaufgefordert Post. Genau. Quasi. Und falls ihr bisher überlegt habt, das Schiff ist ja eigentlich schon toll, Maßstab 1:50, coole Einrichtung, guckt euch das Produktvideo dazu an. Aber dieses Segel, das geht nicht. Ja. Das Problem ist gelöst. Entwarnung. Jetzt. Entwarnung. Ein cooles, genau, neues Großsegel liegt dabei. Ja, falls euch nur das gestört hat am Set und ihr es deshalb nicht gekauft habt, ihr könnt es jetzt bedenkenlos kaufen. Jetzt kann man es bedenkenlos bestellen. Ja. So ist es. Das war's auch schon. Ich finde aber, das war ein eigenes Video wert. Wichtige Nachricht für euch. Auch dann, denn wenn das jetzt in der Kundenbetreuung quasi ausgelöst wird, bekommt ihr, glaube ich, sogar schon eine E-Mail-Benachrichtigung, dass ihr was zugeschickt bekommt. Nicht, dass ihr euch wundert. Das ist dann euer Segel. Ja, genau. Stimmt nicht, dass ihr denkt, hey, ich habe doch gar nichts bestellt. Ich habe doch gar keine Reklamation ausgelöst. Stimmt, ja, genau. Das haben wir für euch gemacht. Wir haben für euch eine Reklamation für euer Set ausgelöst und schicken euch Ersatz zu. Ja. So machen wir das. Cool. Gut, dann war es das für heute schon aus dem Noppensteinstudio. Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es noch mehr. Viel Spaß beim Bauen. So ist es. Macht's gut. Ciao. Boah, ich habe da was gelesen hier über dieses. Das fand ich irgendwie hart. Was? Die sind ja auf dieser Bahamas-Insel sind die zum ersten Mal angelandet. Und auf diesen Bahamas-Inseln lebten so ungefähr 40.000 Ureinwohner. Und bis 1520, also so in den 20, 30 Jahren, nachdem die da zum ersten Mal hingesegelt sind, die sind ja immer wieder hingesegelt, ja, klar. Sind alle 40.000 Einwohner der Bahamas nach Hispaniola versteppt und versklavt und in Minen irgendwie dann umgekommen und so. Und die wurden dann erst wieder durch Spanier und so neu besiedelt. Die waren echt bekloppt. Die waren, Kolonisierung ist schon echt
bitteres Kapitel der Menschheitsgeschichte. Ja, ne? Da denkst du dir auch so, ja, wenn du danach gehst, hätten sie es besser nicht entdecken sollen.